also ich bin nicht so ein Schundleser, dass ich das heimlich wegpacken müsste. Aber was ich lese, was ich immer gern lese, aber was ich schon ins Regal stelle, ist zum Beispiel Tintin Milou, diese RW-Comics, die ich als Kind gelesen habe. Da habe ich die ganze Sammlung davon. Ich würde wahrscheinlich ein Heft machen über nachhaltige Landwirtschaft, über Positivbeispiele und über Kochrezepte. Spitze.